Herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play, Let's Play Starbound. Und leider nur im Singleplayer, nicht im Multiplayer. Aber ich denke mal, das ist eigentlich auch ganz interessant und witzig. Ich habe dieses Spiel durch Gronkh und Turbinator kennengelernt, fand das eigentlich relativ cool. Und habe erst mal gedacht, ach, mache ich doch mal ein Singleplayer Let's Play dazu. Es gibt nicht noch relativ wenig Videos dazu auf YouTube. Zu Starbound, und wenn, dann sind es meist englische Let's Play. Ich habe nicht mal so ein bisschen rumgeguckt. Das meist vertretene Let's Play von Starbound ist immer noch von Pizmeet und von Gronkh und Turbinator. Und das, was man auch als allererstes findet, ist auch von Gronkh und Turbinator. Aber darauf will ich jetzt mal nicht weiter eingehen. Ich nehme jetzt auch mal ein bisschen Starbound auf, weil mir das Spiel im Prinzip relativ gut gefällt. Und nachdem der letzte Vibe schon war, also der letzte Vibe für dieses Spiel schon war, kann ich auch mit einem Let's Play anfangen, weil ja hoffentlich nicht mehr die Charaktere oder die Welt und so weiter verschwinden. Das da oben ist mein Standardcharakter, wenn ich alleine spiele. Hier mache ich jetzt mal unseren Let's Play Charakter. Muss ich mir bloß mal gerade überlegen, welche Rasse wir nehmen. Und muss mir gerade mal meinen Timer nochmal anmachen, dass ich gerade eben vergessen habe. Und ja, dann gucken wir mal, was wir für eine Rasse nehmen. Den Affen habe ich schon gespielt, den Roboter habe ich auch schon gespielt. Den Hütel, keine Ahnung. Pflanze, weiß ich nicht. Ich wäre eigentlich mal interessiert daran, einfach mal nur einen Menschen zu spielen. Ganz normal einen Menschen. Das wäre eigentlich mal eine Idee. Suchen wir uns noch eine schöne Hautfarbe heraus. Wirklich nicht allzu blass und auch nicht irgendwelche verfremdenden Farben. So. Das ist sehr komisch farbig, das ist wieder sehr braun. Ich brauche erstmal nur andere Haare. Schönere Haare. Was nehmen wir denn? Das sieht doch toll aus. Bloß meine Skinfarbe muss irgendwie anders werden. Human, das ist doch in Ordnung. So, die Frisur ist doof, die ist auch doof. Hey, voll die Elvis Presley Frisur, hey. Das sieht auch doof aus, Das ist eher eine Frauenfrisur. Das ist auch so eine Elvis Presley Frisur. Irgendwas Schönes. Das sieht auch gut aus. Sieht irgendwie so aus, als hätte man keinen Mund, hey. Nee. Irgendwie gefällt mir hier gerade nichts. Warum das für ein rotes Band ist. Die ist gut. Die gefällt mir. Nee, die ist doof. Nee, die gefällt mir. Da sieht danach was aus. So, Pants. So, hallo, Pants. Oh, ich habe mich verklickt. Ein Shirt, kann man da nicht noch irgendwas Schöneres raussuchen? Ah, das ist cool. Das nehme ich. Personality. Mir gefällt ja die Personalität am besten. Ich weiß auch immer, dass das eine Color ist. Keine Ahnung. Hair Color. Braun ist gut. Shirt Color. Ja, blau kann bleiben. Und Pants Color. Können theoretisch auch... Nee, so sieht's besser aus. So, Iron Ham. Nee, so nennt es nicht. Wie nennen die uns denn? Ich sag mal, einfach nur Gratlabur. Ohne LP, einfach mal nur Gratlabur. Gratlabur. So ist gut. Normal, Hardcore Permadeath, natürlich nur normal. Und da gehen wir mal auf OK. Und dann können wir auch schon mal anfangen. Zu spielen. Ist das bloß gerade ein Ladebildschirm? Perfekt. There is no place like home. Dann machen wir mal die erste Quest. Das Menschenschiff, das habe ich vorher noch nie gesehen. Sieht eigentlich relativ nice aus. Naja, okay. Tech. Okay. Dann rüsten wir uns mal aus. Das kommt dahin.
Die Lampe kommt dahin, das kommt hier ins Inventar. Die Fackel kommt da oben hin. So, erste Quest geschafft, jetzt brauchen wir ein Crafting Table. Das heißt, müssen wir das erste Mal auf den Planeten beamen. Und Holzfällen. Oh, da kommen schon irgendwelche Vögel. Ich hoffe mal, die sind friedlich. Ansonsten werden wir... Aua! Gleich angegriffen. Toll. Na jetzt. Aua. Geh weg da. Geh weg. Weg da. Stirb's. So, ist sie tot. So, dann müssen wir mal den Baum weiter abbauen. Wir brauchen Holz, wir brauchen Cobblestone, dass wir uns erstmal Werkzeug machen können. Und vor allem den Crafting Table, sonst können wir uns das Werkzeug nicht craften. So, Baum, fall um. Fall schneller um. Perfekt. Vorne liegt schon ein Seed rum und lauter Holz. Vor allem die Bäume hier bringen relativ viel Holz, das finde ich ziemlich praktisch. Da ist schon Holz in die Giftpfütze gefallen da hinten. Boah, das dauert immer so lange hier. Oh, ich hab die Kamera verstellt. Plopp. Was bräuchte ich theoretisch ein bisschen Erde, dass ich das dazu bauen kann. Das habe ich Erde. Kann das Loch hier zubauen. Mir die Kassette ansammeln. Perfekt. So, wo ist mein Werkzeug? Da. Brauche ich, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr, 8 Steine, glaube ich. Um mir eine Spitzhacke zu craften. Ich will natürlich auch gleich eine Axt haben. Das wäre relativ praktisch. Auch gleich eine Axt zu haben und dann kann ich die Bäume leichter fällen. Entschuldigung, aber ich bin ein bisschen angekratzt. Also was heißt angekratzt? Mein Hals kratzt ein bisschen. Bin ein bisschen angekränkelt, sage ich mal. Deshalb musste ich mich gerade mal kurz räuspern. So, sehe ich meine Tastatur nicht. Da, Crafting-Menü. Jetzt können wir uns mal noch nicht einen guten Crafting-Level machen, weil wir brauchen vor Wooden Planks. Ich glaube irgendwas mit 30 waren es. Also haben wir 36 Planks. Können wir uns einen Wooden Crafting Table bauen? Naja, da müssen wir jetzt dann Fleisch. Können wir den hier da irgendwo platzieren? Bauen ein bisschen gleich auf dem Hügel unser Haus drauf. Eignet sich ja gut. So. Hallo? Warum lässt du die? Achso. Dann brauchen wir nochmal 20 Wooden Planks. Und für die Axt brauchen wir auch nochmal... Okay, jetzt können wir dann mit der Spitzhacke abbauen. Also jetzt brauchen wir nochmal Wooden Planks. So. 21. Stone Pickaxe. So, dann können wir schon mal ein bisschen Stein abbauen. Wo habe ich die jetzt hin? Ach, da ist sie gelandet. Jetzt muss ich mal kurz mein Inventar sortieren. Die kommt da hin, das kommt da unten hin. Ja, genau, so passt es. So, dann können wir hier Stein abbauen. Dauert es natürlich noch ewig. Später dann mal die besseren Hacken hat und so weiter, ist schon geil. Und dann geht das alles ein bisschen schneller. Aber noch müssen wir uns das erst erarbeiten. Ja, das ist ein Viech. Oh, ups. Das sind sogar zwei Viecher und ich sehe überhaupt nichts. Das ist ja sehr praktisch und noch dazu bin ich fast tot. Ich habe aber zum Glück 10 Fackeln. Die ich jetzt aber erstmal nicht... Oh, doch, ich platziere sie. Ja, dann sehe ich jederzeit, wenn hier unten was rumschwirrt. Und wir hängen hier fest. So, da ist Kupfer, das können wir gut gebrauchen. Dumm, die dumm, die dumm. So, dann bauen wir mal das Zeug da ab.
Eigentlich bräuchten wir eine Axt, damit Gänge es schneller. Plopp. So, jetzt gehen wir mal nach oben und craften uns mal eine Axt. Dann müssen wir uns irgendwie auch mal Bandagen basteln, dass wir uns heilen können. So. Keine Ahnung, warum ich die ganze Zeit so scrollen will. So, wo sind meine Bandagen gelandet? Ich muss mich nämlich gerade mal heilen. Piu. So. Dann wollten wir uns eine Axt craften. Und Hunting Bow ist auch gleich eine gute Idee. Und dann mache ich gerade gleich mal noch so viel Wooden Planks wie nur irgend möglich. So, und dann müssen wir auf den Crafting Table zugreifen, dass wir uns eine Axt machen können. Und zack, brauchen wir noch ein Campfire und Cobblestone. Campfire. Wundenbett ist auch schon mal eine gute Idee. Campfire. Campfire. Campfire, ich glaube, das war hier. Wo war es denn? Da war es. Fürs Campfire brauchen wir noch Wood. Das können wir theoretisch auch gleich abbauen. Was aber erstmal das Viech hier tut, dass das uns nicht angreift. Aua. Dass meine Eheschnecke gleich tot. Ah, zum Glück nicht. Bauen wir erstmal den Baum hier ab. Klopf, die klopft, die klopft. Vielleicht wird das auch noch als Multiplayer dann weitergeführt, weiß ich nicht, das muss ich gucken. Oder als Multiplayer neu gestartet oder wie auch immer. Muss ich erst noch einen Spielpartner finden, der das mit mir spielt. Ich habe nicht bisher noch keinen Let's Player-Kollegen, der das Spiel ebenfalls hat. Muss ich noch gucken, wie ich das mache, ob ich da einen finde, der sich bereit erklärt, mit mir dieses Spiel zu spielen. Und ja. Bauen wir uns erstmal Plant Fiber ab, Verbandagen. So und hopp. So. Craften wir uns erstmal wirklich viel Bandagen. Dann haben wir noch Stone gebraucht. Cobblestone. Können wir also auch gleich mal abbauen. Baue ich immer im Hintergrund ab, weil hier baue ich dann mein Haus drauf. Mag ja kein Cobblestone als Hintergrund. So, baust du jetzt mal da, genau, so, ist gut. Ab. So. Können wir uns einen Ofen basteln? Das war aber, glaube ich, an dem Tisch. Brauchen wir, glaube ich, noch Funant. Genau, brauchen wir noch ein Campfire für. Das müssen wir wieder hier craften. Zack. So. Oh, da war er ja schon. Funant. Hallo? Da war er schon irgendwo. War der da nicht gerade schon da? Dann haben wir auch schon eine Furnaze. Eine Furznaze. Die können wir uns mal da drauf stellen. Und unser schon wenig gesammeltes Kupfer mal einschmelzen. Haben wir hier nicht schon irgendwo Kupfer? Da. Das wird sicherlich noch nicht reichen für eine ordentliche Spitzhacke. Ah, das ist wieder so ein Viech. Zum Glück kriegt das gerade ein bisschen Giftschaden. So, ich baue das jetzt mal zu, am besten mit RD, dass ich da nicht reinfall. Dann hoffe ich mal, dass dieser Planet nicht allzu groß ist, weil dann gehe ich... Hallo? Gehe ich... Hallo? Weil dann gehe ich mal auf Erkundungstour. Um... Oh, ein bisschen Material zu sammeln. So, jetzt gehst du da hoch. Alter! Du... Gehst jetzt darüber und dann da hoch. Nein. So, so ist gut.
Dann gehe ich hier mal ein Stück nach rechts. Oh Gott, ich habe aber fast kein Leben. Habe ich nicht noch Bandagen dabei? Ich habe mir doch richtig gecraftet. Da. So. Bevor ich jetzt aber gehe, stelle ich mir hier mein Bett noch hin. So. Folgen werden wahrscheinlich so sich im 15-20-minütigen Rahmen halten. Das muss ich mir noch überlegen. Je nachdem, ob mir die 15 Minuten zu schnell vergehen, während ich spiele. Oder nicht. Je nachdem mache ich das. Aber ich stelle jetzt erstmal mein Bett hier hin. Mein Bett hier hin. So rumgedreht. So, und erkunde mal ein wenig den Planeten. Vor allem, warum sind die Viecher mir alle so böse gesollen? Böse gesonnen? Das mag ich ja gar nicht. Zumindest so lange noch nicht, solange ich noch nicht Zeit ausgerüstet bin. So, und ja, schon bin ich auch schon das erste Mal gestorben. Dann werden wir auch schon wieder aufgebaut. So. Im Prinzip war es das jetzt auch schon mit der ersten Folge an dieser Stelle. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.